Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Schönen guten Abend. Ich freue mich, Sie am HIC beim digitalen Salon begrüßen zu dürfen. Das ist, glaube ich, der erste digitale Salon nach der Winterpause. Und es ist auch schön zu sehen, dass der immer analoger wird tatsächlich. Und mein Name ist Natalia Sokolowska. Ich bin Forscherin im Programm Wissen und Gesellschaft. Und wir beschäftigen uns im Forschungsprogramm mit Themen der Wissenschaftskommunikation, der evidenzbasierten Politikberatung und Forschungskommunikation. Das heutige Diskussionsthema interessiert mich aber vor allem auch persönlich. Ich bin selber Ukrainerin. Ich bin in Lviv geboren, in Kiew aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert, habe dort Freunde, Familie, ein Zuhause. Und umso mehr verfolge ich das, was jetzt passiert, das, was also die Nachrichten mit großer Angst und großem Schrecken. Und wir versuchen auch hier am HIC und auch in unserem Forschungsprogramm maximal zu helfen, also mit unseren Kompetenzen. Wir haben zum Beispiel neulich mit dem Redaktionsteam von Elephant in the Lab, und Elephant in the Lab ist ein Blog-Journal über Wissenschaftskommunikation, und wir haben quasi ein Hilfsservice für geflüchtete Forscherinnen gestartet mit einem Telegram-Bot und einer Telegram-Gruppe, die ein bisschen helfen soll, sich zu orientieren, die deutsche Forschungslandschaft zu verstehen und sich aber auch untereinander zu vernetzen. Außerdem sammeln wir humanitäre Hilfe und versuchen uns maximal da zu beteiligen. Eigentlich sollte heute ein positiv ist jetzt mutig gesagt, aber ein etwas besserer Tag sein für Leute, die den Krieg erleben, für Geflüchtete. Es ist nämlich, gestern ist wieder eine weitere Runde der Friedensverhandlungen zu Ende gegangen. Und man könnte sagen, die Tonalität, was wir in den Medien hören und was gesagt wird, die ist etwas anders oder die ist nicht so verheerend schlecht wie bei den vorherigen Runden. Es klingen nämlich so Thesen wie, vielleicht gibt es einen Rückzug der Truppen vom Kiewer Gebiet. Oder vielleicht hat Russland jetzt auch nicht mehr so viel dagegen, wenn die Ukraine sich Richtung EU orientiert. Ist das ein Hoffnungsschimmer, wenn man Ukrainerinnen und Ukrainer fragt? Nein, man kann dem Kreml nicht trauen und das ist absolut egal, was jetzt gesagt oder erzählt wird. Und ehrlich gesagt denken das jetzt mittlerweile auch nicht nur die Ukrainerinnen, sondern auch einige westlichen Staaten. Und interessant ist aber tatsächlich ein anderer Aspekt, jetzt auch im Kontext unserer heutigen Diskussion. Und zwar, als die Nachricht erschienen ist, dass die Truppen vielleicht ein bisschen von Kiew abziehen könnten oder ganz von Kiew abziehen könnten, hat das eine riesengroße Welle an Aggression und Wut in russischen sozialen Netzwerken ausgelöst. Mit so Anschuldigungen und Thesen so von wegen, das ist Volksverrat, das dürfen wir nicht zulassen, wir dürfen jetzt keinen Rückzieher machen und Russland muss vorankommen und die Welt natürlich von den ukrainischen Nazis retten. Und diese Art von Absurditäten, die für uns einfach anekdotisch absurd erscheinen, das sind Sachen, an die geglaubt wird, an die ein großer Teil der russischen Bürgerinnen und Bürger wirklich, wo sie dahinter steht. Ich sage nicht, dass das alle sind. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt einzelne Stimmen von Intellektuellen, die sich dagegen stellen und die jetzt auch eigentlich unter der Situation leiden. Aber dann dennoch ist die Mehrheit unterstützt die Mehrheit Putins Krieg. Nach Umfragen sind das plus minus 70% und die Unterstützung ist auch gestiegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Und die Antwort auf diese Frage ist sehr simpel: Propaganda. Das ist ja auch nichts Neues, dass ein Krieg jetzt nicht nur mit Waffen, Panzern, Beschüssen geführt wird, sondern auch mit Worten. Und dieser Krieg mit Worten, der gelingt auch ganz gut, also dem Kreml und dem Kreml-Regime. Und was ich mich dann frage, oder was interessant jetzt im Kontext von unserem heutigen Abend ist, ist, wie kann man dem entgegenwirken? Das Erste, woran ich denke, ist Meinungsfreiheit. Und klar, jetzt ist das kein Thema mehr. Meinungsfreiheit in Russland existiert nicht mehr, sie ist tot.
Aber das war vor ein paar Wochen noch nicht der Fall. Da gab es durchaus oppositionelle Stimmen, oppositionelle TV-Sender, wie zum Beispiel Dorscht oder RTVI. Es gab Echo Moskvy. Das sind Medien, die haben auch über innenpolitische russische Themen berichtet und aus Russland. Und die sind jetzt verboten. Also die sind, das ist jetzt passé. Dann stellt sich ein anderer Aspekt kommt mir dann in die Gedanken. Und zwar, man muss ja also heute in der digitalen Gesellschaft informieren wir uns ja nicht mehr nur aus klassischen Medien, aus dem Fernseher und aus Zeitungen, sondern man trifft sich auf den unterschiedlichsten digitalen Plattformen. Das sind Facebook, Instagram, Twitter, die Klassiker. Und diese Klassiker waren auch zugänglich eigentlich. Und aus diesen, in diesen Orten, in diesen Räumen könnte man auch auf alternative, andere, in dem Fall die Wahrheit treffen. Das ist aber nicht so, also nicht so sehr geschehen. Und ja, man kann sagen, es gibt Risiken, also in so Echoräumen bilden sich dann auch immer so reden diejenigen, die eine Meinung vertreten mit anderen, die eine ähnliche Meinung vertreten. Und trotzdem hat man ein interessantes Phänomen gesehen jetzt in den letzten Wochen, und zwar, dass verschiedene Stimmen versucht haben, da in diese Echoräume durchzudringen und auch jetzt, sagen wir mal, über die Nicht-Klassiker, jetzt bei Airbnb und Tinder, die damit nichts zu tun haben, also mit dem Krieg oder mit Nachrichten insgesamt. Trotzdem hat das nicht funktioniert. Und ich selber war auch in so einem Informationsteam eine Weile dabei, wo wir im russischen Facebook, also Vkontakte, uns damit versucht haben, mit Leuten zu unterhalten. Diese Aktion ist gescheitert. Meistens sah ein Dialog so aus, dass man versucht zu sagen, okay, hier ist die Realität, Truppen bringen Zivilistinnen und Zivilisten um, zerstören Infrastruktur, Häuser, Schulen. Und die Antwort ist, nein, das ist alles westliche Propaganda, das sind Fakes. Okay, sagst du, wenn alles westliche Propaganda ist, warum können dann aus der Ukraine und von vor Ort Journalisten aus der ganzen Welt berichten, aus Russland nur russische? Dann ist die Antwort mehr oder weniger, sei still und ihr mögt alle Russland nicht und wir werden es euch noch zeigen. Und das sind so Dialoge, also das ist diese Denke, in der momentan sehr viele drin sind, in der sich viele Diskussionen drehen. Und doch sehe ich bin ich einen Schritt weit optimistisch, weil jetzt wurden ja noch härtere Einschränkungen eingeführt. Also man bekommt dafür, dass man einen Krieg Krieg nennt, riskiert man für 15 Jahre ins Gefängnis zu kommen. Man wird als Protestierender mit einfach leerem Plakat direkt verhaftet. Soziale Netzwerke wurden weitestgehend eingeschränkt oder geblockt oder so. Und dann würde ich mir denken, also das ist eigentlich eine Reaktion, wenn dann doch auf dem einen oder anderen Weg alternative Meinungen durchdringen oder nicht. Viele, glaube ich, würden sagen, nee, das stimmt so nicht. Aber umso mehr freue ich mich auf die Diskussion heute und darüber, welche Rolle digitale Plattformen in einer Situation wie dieser in einem Krieg spielen, welche Gefahren sich da bürgen und vor allem welche Möglichkeiten und was man jetzt daraus lernen kann, wie man in dieser Situation handeln kann und in der Zukunft. Vielen Dank und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Natalia, vielen Dank auch von mir. Mein Name ist Katja Weber. Toll, euch wiederzusehen oder teils vielleicht auch erstmalig zu sehen. Ich glaube, zumindest hier im Saal sehe ich so eine Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern. Toll, dass wir hier wieder leibhaftig zusammenkommen können. Heißt nicht, dass Corona rum ist, heißt aber, dass wir hier in geringer Stückzahl und mit Abstand zusammenkommen können. Super. Herzlich willkommen auch in den Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Nach wie vor gibt es hier die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, die euch interessieren. Also entweder auf Slido, Hashtag Dicksal oder aber ich frage hier immer mal in die Runde oder stelle fest, dass irgendjemand nicht einvernehmlich brummelt oder so. Dann gibt es hier die Möglichkeit, eine Frage reinzuspeisen. Also freudiger Anlass oder nicht freudiger Anlass, aber freudige Zusammenkunft. Der Anlass ist natürlich kein freudiger, diese vielbeschworene Zeitenwende drückt auch hier dem ersten Salon des Jahres den Stempel auf. Die russische Invasion in die Ukraine und der Krieg dort,
die betreffen uns ganz direkt, indem wir Anteil nehmen, aber auch sonst sind wir in vielerlei Hinsicht betroffen, natürlich nicht als Opfer von Angriffen und Bomben, aber beispielsweise als Mediennutzerin. Der Krieg ist, das ist tatsächlich eine Binse logischen Informationskrieg, sind Kriege schon immer, aber diesmal, so kommt es mir vor, vielleicht auch schon vielen anderen Zeitgenossinnen von Kriegen vor mir, aber mir kommt es dieses Mal so vor mit einer besonderen Zuspitzung. Fake News sind jetzt in Russland richtige News, sogar deutsche Medien und meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort müssen gut abwägen, wer was, wann, wo, wie berichtet. Den Krieg beim Namen zu nennen, kann 15 Jahre Haft nach sich ziehen und trotzdem, das finde ich ist das Bemerkenswerte, gibt es immer noch Menschen in Russland, die das Neusprech nicht mitreden und annehmen wollen. Und natürlich, also es ist ja nicht nur so, dass bei uns irgendwie alles super ist und da nicht, natürlich werden wir auch eingenebelt mit Propaganda und müssen ziemlich genau hinschauen, um Fake von News zu unterscheiden, Lügen von Wahrheit. Und genau das möchte ich heute Abend versuchen. Und zwar mit drei Gästen, gerne wie gesagt auch mit eurer Unterstützung. Und stelle euch dafür Wolfgang Schulz vor, so eine Art, Hausherr hier, kann ich sagen, oder? Einer von vieren, genau, ist eine Art WG. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung und eben auch einer der vier Forschungsdirektoren, Direktorinnen des HIG. Er hat Journalistik und Rechtswissenschaften studiert, dann aber den Pfad des Medienrechts weiter beschritten, muss in seiner Arbeit also zwei Güter ins Verhältnis bringen, die heute Abend wahrscheinlich auch eine Rolle spielen werden. Kommunikationsfreiheit oder Meinungsfreiheit, hast du gesagt, und Regulierung und was die sich zu sagen haben. Ingo Peetz ist bei uns von Decoda. Decoda.org will Russland dekodieren, entschlüsseln, seit einiger Zeit auch Belarus. Das ist die Expertise, die du nochmal insbesondere da reinträgst. Und da findet ihr dann journalistische und wissenschaftliche Perspektiven auf die Länder. Die werden da zusammengetragen, Artikel aus allen Himmelsrichtungen, aber auch aus Russland. Solange sie staatsfern sind, wird wahrscheinlich inzwischen ein bisschen schwieriger, die zu finden. Ihr habt aber da die Möglichkeit, was ich super finde, entweder auf das Original zuzugreifen oder per Google Translate da richtig in die Texte zu gehen, also nicht nur die Abstracts zu sehen. Das ist vielleicht was für Fachleute, aber tatsächlich aktuell auch wirklich was für Leute wie mich, die in den vergangenen Wochen gemerkt haben, was Westbindung bedeutet, was wir immer so sagen. Also ich kenne mich in New York und Paris viel besser aus als bei allem, was östlich der Oder liegt. Und das merke ich schmerzhaft dieser Tage. Dann ist Julia Eichhofer da und zwar auch dort, nämlich in Lviv zurzeit. Sie verantwortet das Ukraine-Projekt beim Zentrum Liberale Moderne. Ups, schmeiße ich prompt die Papiere runter. Das Zentrum versteht sich als eine Art Denkfabrik mit Schwerpunkt auf freiheitliche Zivilgesellschaft insgesamt, aber auch nochmal mit einem Fokus auf Osteuropa. Und vielleicht habt ihr heute gelesen, dass Marie-Louise Beck und Ralf Füchs nach Kiew gereist sind. Das sind tatsächlich die Arbeitgeber von Julia, also die Gründer des Zentrums. Und Julia hat Politikwissenschaften studiert in der Ukraine und in Deutschland und verantwortet eben im Zentrum Liberale Moderne ein Projekt, das heißt Ukraine verstehen, findet ihr da auch. Und wenn ihr da hingeht, findet ihr beispielsweise einen Artikel aus seligen Zeiten von Ende 2021, womit die Ukraine zur Weltklimakonferenz fährt. Das waren die Themen, mit denen du dich damals beschäftigen konntest. Jetzt erreichen wir dich, wie gesagt, in Lviv. Hallo Julia. Ja, hallo. Wieso erreichen wir dich dort? Eigentlich warst du hier in Präsenz angekündigt. Steht das im Zusammenhang mit der Reise von Füchs und Beck? Ja, tatsächlich haben wir uns kurzerhand ganz spontan dazu entschieden, in erster Linie Marie-Louise Beck, aber dann auch ihr Ehemann Ralf Füchs, haben sich dazu entschieden, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen für die politische Unterstützung der Ukraine und nach Kiew zu fahren. Und es ist möglich, die Straßen sind offen und sie brauchten eine Begleitung. Ich bin selber eine Ukrainerin und bin jetzt hier in Lviv geblieben, weil meine Eltern hier wohnen. Ich konnte sie besuchen, aber Frau Beck und Herr Füchs sind weitergereist nach Kiew und treffen dort Politiker vor Ort und Experten und Medienleute, aber berichten auch von vor Ort an das deutsche Publikum. Und das finde ich wichtig. Das sind die ersten deutschen
Figuren, die mit der Politik zu tun haben, die dahin gereist sind, um wirklich zu sagen, hier, Deutschland steht bei euch, lieber Ukrainer. Jetzt erreichen wir dich bei deinen Eltern, das weiß ich. Und wir wissen auch, Lviv liegt im Westen der Ukraine, nicht weit weg von der polnischen Grenze. Da denkt man so landläufig, du bist in Sicherheit. Aber vor ein paar Tagen gab es Nachrichten, dass Raketen im Umfeld der Stadt gefallen sind, auf Tankstoffvorräte, die da gelagert sind. Du hast vorhin auch im Vorgespräch gesagt, jetzt ist alles klar. Vorhin gab es Luftalarm. Wie ist die Situation vor Ort bei dir, bei euch? Man fühlt sich nur bedingt in Sicherheit, wirklich relativ, auch auf der Reise nach Lviv. Als wir gestern mit dem Auto von der Grenze gefahren sind, gab es Luftalarm und wir wussten, bei uns auf dem Weg liegt ein Flughafen und da mussten wir uns in die Sicherheit begeben, auf eine Seitenstraße, weil wir niemals wissen, was das Ziel ist. Und Luftalarme gibt es sehr oft, mehrere Male pro Tag. Und dann gibt es Berichte von der ukrainischen Armee, dass tatsächlich Raketen abgeschossen wurden. Ich persönlich musste das erleben und ich erlebe jetzt diese tiefe Dankbarkeit an die ukrainische Armee, die uns beschützt, weil tatsächlich, wenn es die nicht gegeben hätte und wenn sie nicht genug Luftabwehrraketen hätten, dann würde hier in Lviv genauso wie in vielen anderen Orten würden hier Raketen eintreffen. Und wir sehen, manche werden nicht abgeschossen und dann treffen sie die Ziele. Deswegen nehmen hier die Personen die Luftalarme auch ernst. Man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Man denkt hier in Lviv, Russland trifft nur strategische Ziele. Bisher gibt es ja keine Bombardements von Bezirken, von normalen Bezirken. Aber das kann man niemals wissen. In Kiew werden Wohnhäuser bombardiert und das ist nur sozusagen strategische Ziele, ist nur die erste Stufe. Deswegen so richtig ist man hier tatsächlich nicht in Sicherheit. Schade, Lviv ist wirklich ganz nah an die polnische Grenze. Und vor 2 Wochen, auch vor letzte Woche, sind mehrere Raketen in einen Militärstützpunkt eingetroffen, wo erst hieß es, 35 Menschen gestorben sind. Jetzt sind die Zahlen schon gestiegen, wo in einer Kaserne Raketen getroffen sind. Und das war 20 Kilometer vor Polen. Hier kann man niemals wissen, wie es weitergeht. Deswegen ist Lviv auch sehr sensibilisiert, was die russischen Raketen angeht. Ne? Wenn sie eintreffen, diese Stadt liegt so nah an der polnischen Grenze, dass hier die ukrainische Armee die Raketen wirklich abschießen muss und damit verteidigt die Ukraine Europa, weil wenn eine Rakete eben Ziel verfehlt, dann ist es, naja, dann wissen wir alle, was passieren kann. Jetzt heißt unsere Runde heute Abend Unable to Reconnect. Wir haben auch alle den Medien entnommen, dass mehrere Fernsehtürme in der Ukraine zerstört worden sind. Durch Beschuss, wie gut, wie schlecht können sich denn die Menschen in der Ukraine mit Informationen versorgen? Auch das Internet ist ja nicht überall und immer verfügbar. Tatsächlich, sogar gestern gab es in der Stadt hier in Lviv Störungen mit mobilem Internet. Wir konnten auch in mehreren Cafés kein WLAN bekommen. Das war so ganz komisch, dann nach 1 oder 2 Stunden lief das weiter. Wir wissen ja, dass Elon Musk Starlinks der Ukraine gegeben hat und davon profitieren besonders Regionen in der Zentralukraine, in der Ostukraine, im Süden, aber auch in Kiew. Ich kenne Firmen, IT-Firmen, die sich selber diese Starlink-Vorräte geholt haben, um im Falle einer Störung eben ans Internet ranzukommen. Zum Beispiel wissen wir gar nicht, was in Mariupol passiert. Das ist ja eine offene Wunde der Ukraine. Und da hätten wir so gerne es gehabt, dass Starlink-Geräte auch dort vor Ort sind, in Mariupol, damit wir wissen, was mit Menschen los ist. Wir wissen nicht, 150.000 Menschen, sind sie noch am Leben? Können sie ausreisen? Viele meiner Bekannte haben Verwandte dort und sie haben keine Verbindung zu denen.
Insofern ist Informationszufluss in Zeiten des Krieges so wichtig. Es gibt Berichte auch darüber, dass russische Soldaten in Mariupol, da wo sie Zugänge haben zu der Stadt, mit Autos, mit Lautsprechern herumfahren und Propaganda verbreiten, sagen, bitte gebt auf, kommt nach Russland, die Ukraine wird euch nicht aufnehmen, Saporizhia nimmt keine Flüchtlinge mehr auf, das ist die nächste große Stadt, wohin eigentlich die humanitären Korridore dann die Menschen fahren lassen. Also diese Stadt will euch nicht mehr aufnehmen. Kiew ist gefallen, Odessa ist gefallen, kommt nach Russland. Und hier sehen wir, wie wichtig, tatsächlich lebenswichtig, weil das auch Lebensentscheidungen beeinflusst, wenn du nach Russland gehst oder ob du es wagst, in ein humanitäres, in ein Evakuierungsauto dich hinzusetzen, in die Ukraine zu gehen. Diese Information in dieser Zeit hat mir nochmal die Augen gemacht, wie sie Lebensentscheidungen beeinflusst. Mhm. Sozusagen als Link zur heutigen Show, wenn ihr nach Hause fahrt, könnt ihr euch alle nochmal die Lobo-Kolumne auf Spiegel Online heute durchlesen, genau zu dem Thema. Jetzt ist ja Spalten und Verwirren die russische Strategie im Informationskrieg gegen den Westen und das auch nicht erst seit Februar. Hier in Deutschland hat dann aber im Februar die zuständige Kommission, also die Medienaufsicht, die Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms RT Deutsch verboten, weil nämlich keine medienrechtliche Zulassung vorliege. Wieso, Wolfgang, kam dieses Verbot erst im Februar? Der Sender war hier schon seit 7 Jahren unterwegs. Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Die Problematik wurde, glaube ich, dort schon eine Weile diskutiert. Warum man sich jetzt erst dazu entschlossen hat, ist mir unklar. Was man sagen kann, ist, die Entscheidung ist auf ganz normaler Grundlage der rechtlichen Regeln getroffen worden und war jetzt keine Sanktionsentscheidung, sondern es liegt einfach keine Lizenz vor und dann darf man nicht senden und das wird jetzt versucht durchzusetzen mit, wie man sieht, glaube ich, verhältnismäßig überschaubarem Erfolg. Also sind irgendwie Zwangsgelder verhängt worden, die bezahlt wurden, aber es ist zumindest viele Inhalte noch zu empfangen. Aber wichtig ist, glaube ich, zu unterscheiden, das ist im Prinzip eine ganz normale Maßnahme der Medienaufsicht, jetzt nicht in dem Sanktionskatalog gewesen. Das ist klar. Ich wundere mich nur, also der Sachverhalt muss dann ja auch schon länger offenkundig gewesen sein und da spitzte sich die Lage ja schon zu. Es war, glaube ich, noch vor der Invasion, dass RT Deutsch verboten wurde, aber dennoch ja reichlich spät. Und dann ging es ja auch munter weiter. Im März hat die EU dann nachgelegt und Russia Today europaweit verboten. Mein erster Gedanke war, gut so. Und mein zweiter Gedanke war, ist das eigentlich Zuständigkeit der Europäischen Union? Gibt es dafür nicht genau die Medienaufsichten? Ja, das ist in der Tat so. Also ich habe, als ich das am Sonntag sah, dass das angekündigt wird, auch eine Menge Gedanken im Kopf gehabt. Die ersten waren, leuchtet ein. Diese Missinformation ist schwer zu ertragen, da muss man was tun. Ihr zweiter Gedanke war aber, das ist eigentlich nicht der Weg, auf dem das getan werden sollte, in Europa. Und soweit ich gehört habe, gab es daran aber relativ wenig Kritik. Also Deutschland hat offenbar Bedenken angemeldet, die aber mehr oder weniger von allen anderen Mitgliedstaaten im Rat zur Seite gewischt wurden mit dem Argument, wir können doch nicht dieses Propaganda-Instrument hier lassen, sodass dann diese Verordnung tatsächlich erlassen wurde. Ich finde es nicht unproblematisch, weil wir haben die Beispiele gehabt. Man kann von dem Gesetz halten, was man will. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, also dieses Plattformgesetz, das Plattformen verpflichtet, auf Beschwerden zu reagieren und da ein System vorzuhalten. Das ist zum Beispiel in Russland das Vorbild gewesen für ein Gesetz, nachdem die russische Regierung Möglichkeiten bekommt, anders als in Deutschland, aber es war explizit der Verweis darauf. Also meine Haltung dazu ist schon, man muss etwas tun, aber wir sollten es in unseren rechtsstaatlichen Bahnen und Kompetenzen machen, weil ansonsten ist das ein Problem und geht möglicherweise nach hinten los.
Und Staatsferne ist dann eben auch was, was bedacht und eingehalten werden muss. In der Tat, und es gibt auch Instrumente, auch in dem geltenden Recht, mit dem man das hätte machen können. Also entsprechende Verfahren waren sogar schon eingeleitet. Die hätten wahrscheinlich zumindest in bestimmten Ländern zu Verbreitungsverboten geführt. Aber da hat man sich entschieden, das jetzt in dieses Sanktionspaket mit einzubauen, in diesem Bestreben, da ein starkes Zeichen zu setzen. Der russische Überfall auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 ist ein Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine. Das können alle, die wollen, auf der Wikipedia lesen. Erster Satz zu dem Thema. Was müsste ich tun, Ingo, um das in Russland lesen zu können? Oh, das ist also jetzt in den Medien, die Verbliebenen, in den Unabhängigen, ist es nicht mehr möglich. Also es sind die Mediengesetze sind seit Anfang März extrem verschärft worden. Jetzt erst auch letzte Woche wieder. Aber vielleicht auf der Wikipedia, wenn ich weiß, okay, ich kann mich da informieren. Ich weiß nicht, ob Wikipedia tatsächlich, es passiert so viel in den letzten Tagen und es ist wirklich auch für uns sehr schwierig, das alles nachzuverfolgen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also welche digitalen Plattformen noch erreichbar sind, welche über VPN Mechanismen umgangen werden können, welche VPN überhaupt noch funktionieren, sozusagen, ob Wikipedia noch zugänglich ist, das sind alles tatsächlich solche Fragen. Also, aber das ist also in Russland heißt es ja offiziell, es ist diese militärische Spezialoperation, wie es genannt ist. Es wird ja auch häufig, Lavrov, der Außenminister, und Putin selbst sagen ja auch immer wieder, es ist kein Krieg, der geführt wird tatsächlich. Und wir selbst stehen natürlich davor und man sieht diese Raketen und auch der Wahnsinn, der da tatsächlich passiert, der auch in Richtung, also tatsächlich Vernichtungskrieg geht. Und diese Realität, also diese einerseits Propaganda, die für uns so schwierig zu verstehen ist, das ist etwas tatsächlich, was glaube ich, grundlegend ist, um überhaupt darauf reagieren zu können und wenn wir hier auch diskutieren, also wie wir überhaupt dagegen angehen können. Und das ist natürlich unsere Hauptaufgabe als Journalisten. Aber die ist natürlich nicht einfacher geworden in den jetzt mit dem Krieg schon gar nicht. Aber es hat eigentlich 2014/15 wirklich so extrem angefangen. Wir erinnern uns eben mit dem Euromaidan und der Annexion der Krim, dem Beginn des Krieges in der Ostukraine und eigentlich sind alle diese Propagandamechanismen und wir reden ja hier nicht mehr von 2+2=5, also sondern einfach Unsinn streuen sozusagen, sondern es geht darum, dass also die russische Propaganda funktioniert, also sie kriecht tatsächlich in einen hinein, wie das Peter Pomerantsev erklärt hat, und schafft neue Realitäten, neue Weltbilder. Und dagegen anzukommen, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, kann man tatsächlich sagen. Natalia hat ja eingangs geschildert, wie das schon mal nicht geklappt hat. Und du hast auch diese Schätzung genannt, dass 70% der Russen in irgendeiner Weise, ich sage es jetzt mal flapsig, Hirn gewaschen sind durch die Staatsmedien. Ich weiß, die Regime sind nicht vergleichbar, aber ich selbst bin nicht aus der DDR, habe aber viele Kolleginnen und Kollegen aus der DDR, von denen ich weiß, in der DDR konnte man die staatlichen Verlautbarungen nehmen und glauben und viele hatten aber auch das Vermögen, da zwischen den Zeilen zu lesen und sich ihren Reim drauf zu machen. Hast du eine Analyse, wieso das da nicht so zu sein scheint? Oder also, wissen wir viel zu wenig, um überhaupt zu konstatieren, dass das so zu sein scheint? Dass wir grundsätzlich zu wenig wissen, das zeigt, glaube ich, auch diese ganze Situation, auch warum wir jetzt auch hier sitzen, was ja gut ist. Also wir merken auch bei Decoder, dass es einfach einen wahnsinnig großen Nachholbedarf an Wissen, nicht nur zu unabhängigen russischen oder belarussischen Medien gibt, und wie diese funktionieren und auch wie staatliche Propaganda funktioniert, die funktioniert in Russland beispielsweise auch anders wieder als in Belarus. Also man muss auch diese autoritären Regime wirklich unterscheiden lernen und da differenziertes Wissen herstellen. Das ist eigentlich, was wir uns eigentlich auch in all den Jahren immer wieder in den letzten 15 Jahren tatsächlich gewünscht hätten, wenn man mehr auf uns gehört hätte vielleicht, also auch sehr kritisch schon sehr früh mit dem Regime Putin, glaube ich, umgegangen sind. Nicht nur wir, natürlich auch Kollegen aus Osteuropa. Ich habe letztens noch mal einen Artikel von Anna Politkovskaya gelesen, kennen vielleicht viele, die berühmte Journalistin der Novaya Gazeta, die über Tschetschenien viel berichtet hat, über den Tschetschenienkrieg. Und die Süddeutsche Zeitung hat nochmal einen wichtigen Artikel von ihr veröffentlicht, jetzt gerade auch in dem ganzen Zug, nicht ohne Grund natürlich, weil sie in diesem Artikel 2006 nochmal ganz genau beschreibt,
was wir heute jetzt eigentlich erst, wo vielen wirklich die Augen aufgehen, also wie dieses Regime Putin funktioniert und wie diese Propaganda damals schon angelegt war. Die sozialen Medien haben natürlich in digitale Plattformen damals noch nicht so eine große Rolle gespielt, aber von der Idee her. Mhm. Wenn man das liest, dann denkt man, also es gab natürlich auch bei uns viele Leute, die all das versucht haben zu erklären. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir versuchen natürlich, es besteht einfach dieser Nachholbedarf und müssen, glaube ich, einfach viel erklären. Und wir müssen selbst, glaube ich, auch, das ist was, was den Ukrainern auch, was man immer wieder hört, und Julia wird mir da sicherlich zustimmen, dass wir einfach viel mehr Wissen auch über die Ukraine selbst brauchen und den Leuten zuhören müssen, also auch diesen Stimmen zuhören müssen, um eben auch dieses ja empathische Wissen aufbauen zu können. Das, glaube ich, funktioniert nicht alleine nur über wie auch immer geartete digitale Plattformen, journalistische Plattformen, Informationsfluss und Austausch, sondern das funktioniert nach gutem klassischen Sinn. Man muss hinfahren, man muss sich die Länder angucken, Schüleraustausch, Studentenaustausch, diese klassischen Sachen. Und das andere ist, glaube ich, nochmal, und da kommen wir, glaube ich, auch nochmal in die Diskussion rein, es werden heute viele, also gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien hier bei uns, wird viel Geld natürlich auch für digitale Plattformen ausgegeben. Das hat auch seine Berechtigung in Maßen, aber man fragt sich dann immer wieder, wir bräuchten eigentlich mehr Korrespondenten vor Ort, also die wirklich über den Lebensalltag berichten, sodass man einen wirklichen, tatsächlich direkten Eindruck bekommt. Und das ist, wo ich mich manchmal frage, schaffen wir nicht durch diese digitalen Plattformen dann nicht so eine Art auch sehr starke Distanz? Das merkt man ja häufig. Also man flickert da durch und sieht diese furchtbaren Videos, setzt ein Emoji zu einem Angriffsvideo beispielsweise oder zu toten Soldaten. Lass mich nochmal nach deiner Spezialexpertise fragen. Belarus, du hast gesagt, man muss die Regime unterscheiden. Das ist nicht so ein Aufwasch. Ja. Wie ist die Informationsfreiheit, wie ist es um die Informationsfreiheit in Belarus bestellt? Also das, was Russland, also grundsätzlich das belarussische Regime unter Lukaschenko war eigentlich immer wesentlich repressiver als das putinsche Regime, für eine lange Zeit zumindest. Das, was Russland jetzt vor allem in den, oder die unabhängigen russischen Medien in den vergangenen Wochen, also seit Beginn des Krieges erlebt haben, also die Liquidierung der unabhängigen Medien, Zensur, Abschaltung, Blockierung, Zensur der Informationsräume, der digitalen Plattform. Das hat eigentlich Belarus schon seit 2020 erlebt. Wir erinnern uns an diese begonnene Revolution nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020. Und darauf folgte eine wahnsinnige Repressionswelle, die auch die Medien eben betroffen haben, und die Journalisten und die großen unabhängigen Medien mussten das Land verlassen. Sie sitzen schon in der Diaspora seit 2 Jahren oder seit einem Jahr. Und viele übrigens auch in der Ukraine, weil viele sind in die Ukraine geflohen, haben sich da versucht neu einzurichten, also Journalisten, und mussten jetzt vor dem Krieg tatsächlich wieder fliehen. Also, und diese Unterschiede, die sind, glaube ich, wichtig zu bemerken. Also auch die, was ich eben gesagt hatte, Staatspropaganda. Also in Russland gibt es einfach wahnsinnig große Ressourcen. Man hat einfach viel mehr Geld, um diese Staatspropaganda glaubhaft zu machen, um diese Weltbilder den Leuten quasi ja zu verinnerlichen. Belarus hat nicht diese großen, Lukaschenko, diese großen Ressourcen. Und die Leute sind auch ganz, da ist es nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt, wer an diesen Krieg glaubt beispielsweise, diesen Krieg unterstützt, das ist eine verschwindend geringe Anzahl von Leuten tatsächlich. In Russland ist das anders, aber man muss natürlich auch aufpassen mit Umfragen. Wir haben eben 70% gehört, in Umfragen in autoritären Regimen sind sehr, sehr schwierig tatsächlich. Aber in Russland sind es auf jeden Fall mehr Leute. Das merkt man auch daran, in der Einführung ist es eben deutlich geworden, wenn man versucht, eben in diese sozialen Medien vorzudringen, digitalen Plattformen Austausch anzuregen, dann merkt man natürlich häufig, dass man da einfach gegen andere Weltbilder sozusagen anredet. In Belarus ist das anders. Über die Plattformen und sozialen Medien sprechen wir gleich auch noch. Ich möchte aber den Blick erstmal noch werfen auf ein paar andere Akteure in diesem Krieg. Nehmen wir Google Maps, hat die Kartenfunktion eingeschränkt, damit die Invasoren nicht sehen, wo ukrainische Flüchtlingstracks unterwegs sind oder wo Truppenbewegungen stattfinden. Das ist, glaube ich, für jedermann, jeder Frau nachvollziehbar und einsichtig, denn mit diesen Daten lässt sich ein Riesenleid, ein enormer Schaden verursachen. Aber ist es okay, Wolfgang, dass diese Daten einem Konzern gehören, der jetzt halt so entschieden hat, der aber in einem anderen Konflikt vielleicht auf der anderen Seite Partei ergreift? Gehört das im Privatgesetz? Also wir haben bei diesen Plattformen es mit Gebilden zu tun,
die letztlich Mischungen sind zwischen etwas, was eigentlich etwas Öffentliches ist. Wir tragen nämlich auch alle durch unsere Daten dazu bei, dass das überhaupt funktionieren kann, also alle überall in der Welt. Andererseits sind da private Investitionen reingeflossen und dementsprechend ist das auch ein privates Instrument. Das heißt, das ist etwas, wo wir uns in der Forschung sehr intensiv mit auseinandersetzen. Man braucht hier im Prinzip ein neues Konzept, das so zwischen öffentlichen und privaten rechtlichen Regeln liegt. Die EU ist ein Stück weit dabei, das zu machen mit dem Digital Services Act, also da solche Regeln zu schaffen. Stay tuned ist demnächst auch Thema im digitalen Salon. Kleine eingeschobene Werbung. Ja. Und das ist vom Ansatz her, glaube ich, wirklich eine vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Wichtig scheint mir zu sein, dass es klare Regeln gibt, dass das orientiert ist, auch an dem Prinzip, Schaden zu verhindern, Leid zu verhindern und das auch konsequent von den Plattformen umgesetzt wird. Dieses Prinzip sozusagen, es darf da kein Schaden entstehen, das ist hier, denke ich mal, in einer sinnvollen Weise umgesetzt worden. Ob das immer konsequent so umgesetzt wird und noch einmal gleichförmig, da kann man seine Zweifel dran haben. Und da ist wahrscheinlich auch so eine übergeordnete staatliche Regulierung, die auf diese Gleichförmigkeit der Durchsetzung guckt und die Regeln hilfreich. Julia, du hast es angesprochen, Elon Musk ist jetzt gewissermaßen auch Kriegspartei vor aller Augen, nämlich auf Twitter hat der ukrainische Digitalminister darum gebeten, Starlink, also dieses Satellitennetzwerk von Musk, das eben Internet ermöglicht, freizugeben, weil es da nämlich schon Probleme gab in der Ukraine mit der Infrastruktur. Musk hat das gemacht und zwar total schnell. Könnte man jetzt sagen, gab es schon immer, dass Unternehmen auch politische Ziele verfolgen und politische Ziele unterstützt haben? Oder würdest du sagen, das ist jetzt tatsächlich schon eine neue Qualität, also wirklich Infrastruktur bereitstellen? Auf diese Frage komme ich gleich zurück. Ich wollte noch mal auf den Umgang mit den Daten in Kriegszeiten angehen. Das ist etwas Wichtiges, was man in Deutschland nicht so vor den Augen hat, weil man nicht in dem Kriegsgebiet ist. Jeder Datensatz in der Ukraine, gerade wo das Land den Krieg erlebt, ist, hat Wert und ist wichtig. Zum Beispiel ein ganz persönlicher Vorfall, den ich gestern erlebt habe, als ich zum Bahnhof Marie-Louise und Ralf begleitet habe, bin ich dann wieder abends zurückgegangen, muss man bis 22 Uhr zu Hause sein, weil dann die Sperrstunde herrscht, also war es schon spät abends und ich wollte ein Video machen mit den Flüchtlingen, die am Bahnhof stehen und natürlich war auch der Bahnhof, das Gebäude dann irgendwie dabei auf diesem Video und nach ein paar Metern haben mich die zwei Männer erreicht, das sind Territorialabwehrkräfte. Und die haben gesagt, das darf man nicht. Wieso machst du das? Sag mal deinen Ausweis. Und dann habe ich erklärt, naja, ich komme aus Berlin, ich will sehen, was mit meiner Stadt passiert. Und sie meinten, naja, es gibt das Gesetz, dass die in diesem Sinne die Informationsfreiheit, welches in diesem Sinne die Informationsfreiheit einschränkt. Aber mir ist dann klar geworden, wenn ich ein strategisches Objekt, wie zum Beispiel Lviva Bahn, auf einem Video habe und das in sozialen Netzwerken poste, dann sieht man erstens die Menschen, die dabei sind. Zweitens kommt vielleicht ein ukrainischer Soldat oder Geheimdienstspezialist oder sonst noch was auf das Video und drittens auch, dass möglicherweise dort Anti-Luft-Technik stationiert ist und zufälligerweise darauf auf das Video kommt. Also sowas praktisch darf man jetzt nicht mehr hier in der Ukraine noch auch ein anderer wichtiger Hinweis, wenn hier Raketen fliegen und sie von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen werden, dann irgendwo runterfallen,
und die Ukrainer dann das filmen und in die Netzwerke reinsetzen und sagen, hier ist eine Rakete runtergefallen, das darf man auch nicht, weil man mit Artificial Intelligence herausfinden kann, von welchem Winkel diese Rakete abgeschossen worden ist, und dann kann man so ungefähr identifizieren, wo die Luftabwehr stationiert ist, die ukrainische. Mhm. Das heißt, die Ukrainer sind schon sehr vorsichtig, was mit diesen Informationen umgeht, besonders, also auch mit Location, das wird mit Google Maps, habt ihr erwähnt. Alles, was sensible Daten angeht, ist jetzt ein Mittel zur Kriegsführung, welches Leben kosten kann. Und sowas ist nicht selbstverständlich, wenn man aus dem Ausland kommt, hier in das Kriegsgebiet. Danke für die Erläuterung. Und zu Elon Musk? Zu Elon Musk, es ist mir nicht bekannt, dass Starlink in diesem Ausmaß politische, also dass Elon Musk in diesem Ausmaß politische Position, seine politische Position geäußert hat und zuvor, vor dem Krieg noch seine Technologie an die Ukraine gegeben hat. Aber private Unternehmen, jedes Unternehmen von aus jeder Industrie muss meiner Meinung nach eine politische Position beziehen. Zum Beispiel gibt es in der Ukraine eine Empörung, dass Auchan immer noch in Russland seine Supermärkte weiter betreibt und dadurch Steuern in den russischen Staatshaushalt zahlt und den Krieg mitfinanziert. Also das heißt, politische eine Position in diesem Krieg einzunehmen, so wie das die einzelnen Regierungen machen, müssen auch die Unternehmen und das, was Elon gemacht hat. Die Ukrainer sagen, wir wünschten uns, es gäbe noch Tausende solcher Elons auf der Welt, die mit ihren Innovationen in diesem Krieg helfen würden. Das ist einfach noch nicht genug, hier muss noch viel passieren. Jetzt hast du uns geschildert, Julia, wie Informationen restriktiv behandelt werden aus nachvollziehbaren Gründen. Ich habe ein anderes Beispiel, wo Informationen eingesammelt werden in der Ukraine, nämlich für einen Telegram-Chatbot, wo du als Ukrainerin Truppenbewegungen melden kannst. Der war offenbar in relativ kurzer Zeit programmiert. Die Ukraine hat etwa halb so viele Einwohner wie Deutschland. Ingo, kannst du einschätzen, wie gut die Ukraine gerüstet ist für diesen Cyberwar oder wir können es auch einfacher sagen, Informationskrieg? Mhm. Ist ja natürlich auch in gewisser Weise immer so ein Anteil psychologische Kriegsführung dabei. Gut, das ist nicht mein Spezialthema, aber die Ukraine ist, was Digitalisierung anbelangt, einfach ein wahnsinnig progressives Land. Also ein Beispiel jetzt nicht aus dem Cyberwarfare, aber auch da gibt es, es gibt ja aktuell viele Nachrichten, auch mit denen muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich, also wir als Journalisten vor allem, weil die natürlich auch von ukrainischen Medien gestreut werden, die sich allerdings, Julia hat es gesagt, natürlich jetzt gerade in einem Kriegsmodus befinden auch und in einem Überlebensmodus. Das bedeutet für uns aber, wir müssen halt gucken, stimmt das eben nicht, wir müssen halt Verifizierung betreiben. Das ist tatsächlich nicht ganz leicht, aber es gibt natürlich diverse Meldungen aus der Ukraine von entsprechenden Stellen, dass bestimmte Sicherheitsstrukturen, FSB-Agenten wurden jetzt geleakt und so weiter und so fort. Also da ist die Ukraine, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Aber das Beispiel, was ich bringen wollte, das ist eigentlich auch so ein bisschen aus dem Alltag. Wir hatten Freunde jetzt aus Kiew, die Tochter und die Mutter eines guten Freundes bei uns in Berlin. Und wir haben ja seit Corona von der Digitalisierung des Schulsystems sozusagen oder des Unterrichts, das hat ja diverse Probleme in Deutschland verursacht, kann man sagen. Und in der Ukraine funktioniert das tatsächlich schon länger sehr, sehr gut. Und die Tochter hat einfach an dem Unterricht teilgenommen. Also sie saß zu Hause an ihrem Tablet bzw. Laptop und hat ganz normal Unterricht gemacht mit ihrer Lehrerin und mit ihren Schulkameradinnen. So. Und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, also auch was die Medien anbelangt, wir haben kaum einer kauft noch gedruckte Zeitungen in der Ukraine, das läuft alles wirklich über digitale Medien ab und deswegen spielen auch digitale Plattformen so eine große Rolle, vergrößert aber andererseits wieder, da kommen wir auch zu einem grundsätzlichen Thema, das hatte ich eben schon mal angesprochen, also wie erkennen wir überhaupt noch
journalistisch gut herausgearbeitete Informationen. So, das ist also Media Literacy, Medienkompetenz. Und, kannst du diese selbstgestellte Frage vielleicht auch gleich beantworten? In Bezug auf uns. Wie erkennen wir? Ja, das ist wirklich, ich meine, da sitzen wir, glaube ich, noch morgen früh hier tatsächlich. Das ich nehme das Abstract. Ja, aber das ist, jetzt auf Osteuropa würde ich einfach sagen, auch Decoder lesen, also uns auch lesen. Wir machen keine Verifizierung, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, wir machen keine Verifizierungsgeschichten, aber es, da geht es darum, dass wir, was wir eben angesprochen haben, differenziertes Wissen wirklich über diese Länder aufbereiten und zwar nicht von uns, also wir schreiben nicht, sondern wir übersetzen, das ist das eine, unabhängige belarussische, russische Medien, um eben diese Innensicht zu liefern, ja, diese wertvolle Innensicht, die nicht über dann eine Brücke geht, wie uns beispielsweise. Wir gucken ja immer mit anderen Augen dann tatsächlich auf diese Verhältnisse und wir kuratieren das. Das bedeutet, es wird professionell übersetzt, eben nicht über Google Translate, sondern von hochprofessionellen Übersetzern. Und kuratieren heißt, es gibt halt viele Ereignisse, Namen, Termini und so weiter, die uns nichts sagen. Und wir haben dann so technische Blurbs, nennen wir es Erklärungsboxen, die aufpoppen und dann nochmal so ein bisschen wie Wikipedia einfach erklären, was das genau ist. Also das gehört zu dieser Medienkompetenz Osteuropa, dass man sich einfach ein differenziertes Bild von diesen Ländern macht und in unterschiedlichster Weise, politisches System, Kultur und so weiter und so fort. Ohne dem können wir nicht verstehen, was da aktuell vor sich geht. Um das Beispiel von dem Mädchen, das den Schulunterricht digital serviert bekommen hat, nochmal noch schmerzhafter für uns zu machen. In Brandenburg ist es sogar so, dass Kinder, die ein Anrecht haben, die Schule zu besuchen, also ukrainische Kinder, da teilweise nicht reinkommen, weil sie zwar von der Kinderärztin gesehen wurden, aber noch nicht von einem Amtsarzt. Und das bedeutet, du darfst die Schule noch nicht besuchen. Die sitzen also im Brandenburgischen und lauschen dem ukrainischen Unterricht, weil sie da noch nicht in die Schule dürfen. Ja, so, wir müssen noch über Social Media reden und ich bin entsetzt, wie spät es ist. Ganz kurz hattest du schon angesprochen, Tinder und die Google-Bewertung, wo ich eben unter ein Moskau-Vita-Restaurant schreibe, hallo User, und ihm erzähle, was eigentlich in seinem Land los ist. Ich kann auch über Etsy spenden für die Menschen in der Ukraine. Also jede Menge Plattformen wurden sozusagen zweckentfremdet und eigenen Absichten angepasst. Du hast schon gesagt, Natalia, das war so mittelerfolgreich. Was würdest du sagen, Wolfgang, ist das hilfreich oder ist das dann doch eben in erster Linie einfach kreativ, aber nicht mehr als nur gut gemeint? Also auf jeden Fall ist alles, was erstmal Kontakt zu einer anderen Information darstellt, hilfreich, würde ich sagen. Deshalb fand ich jetzt auch wieder in unserer kleinen Wissenschaftswelt eine schwierige Abwägung, wenn man sagt, stellt jetzt alle Kontakte zu russischen Kolleginnen und Kollegen ein. Auf der einen Seite auch, das kann ich wieder verstehen, auf der anderen Seite ist das eine Möglichkeit, mit anderen Informationswelten in Kontakt zu kommen. Es ist aber insgesamt so bei Kommunikation, dass nicht irgendwie ein kommunikativer Impuls typischerweise dazu führt, dass Leute dann sagen, oh, ist alles ganz anders, als ich es bisher gedacht habe. Das ist so nicht, sondern die Leute haben Ensembles von Informationen. Da spielen auch traditionelle Medien, auch bei uns, wahrscheinlich auch in Russland und in anderen Staaten, noch immer eine extrem starke Rolle. Wir wissen hier bei uns, dass je konfliktreicher die Situation ist, je stärker die Leute sich wieder traditionellen Medien zuwenden. Bei uns auch öffentlich-rechtlichem Rundfunk kann man in den Zahlen deutlich sehen, auch junge Generationen. Deutlich messbar. Und dementsprechend finde ich, spricht überhaupt nicht dagegen, solche Dinge zu versuchen, bloß weil man sieht, es wird nur in einem sehr, sehr kleinen Teil der Fälle tatsächlich zu etwas führen. Aber die Voraussetzung für eine Änderung ist, dass man überhaupt mit alternativen Deutungsmöglichkeiten in Berührung kommt. Und deshalb sollte man alle Möglichkeiten, die man hat, dafür ausschöpfen. Wolltest du noch was ergänzen? Nein, ich wollte nur, also das ist sicherlich richtig, aber ich hatte ja schon eben mal versucht zu erklären, was diese russische Propaganda, diese putinische Propaganda, wie die funktioniert. Und ich halte solche Dinge, das ist sicherlich gut gemeinter Aktionismus auch häufig und auch vor allem uns zu gutes Gefühl zu geben sozusagen. Aber es ist tatsächlich auch, wie gesagt,
die Russen lesen das und denken, das ist halt westliche Propaganda hier, die versuchen hier uns zu unterminieren, weil solche Weltbilder da Risse reinzubekommen, das bedarf, ist Beziehungsarbeit. Das merken wir auch bei Leuten, die jetzt Corona leugnen beispielsweise, kennen vielleicht auch die einen oder anderen im Umfeld, und das funktioniert wirklich nur, wenn man diese Leute gut kennt, wenn Vertrauensbasis da ist, und dann hat man vielleicht die Chance, da tatsächlich was zu beheben. Aber über solche, auch über die Distanz, das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Jetzt haben manche Unternehmen keinen Zugang mehr zu Russland. Wir haben es schon angesprochen, Facebook, Insta. TikTok hat jetzt internationale Inhalte gesperrt für russische User, gehört einem chinesischen Tech-Unternehmen. Und Russland hätte ja sowieso am liebsten ein eigenes Internet, also sozusagen ein Anti-Internet, nämlich eins, was nicht weltweit verbunden ist. Denkst du, das gelingt? Also dieses Silo und Wände hochziehen wird sich noch verfestigen, so in dieser Absolutheit? Also ich bin kein Tech-Experte dafür, aber was ich so von Experten höre, ist das schwierig. Das geht vor allem nicht von heute auf morgen tatsächlich. Das bräuchte längere Zeit. So, das wünscht sich das putinsche Regime sicherlich, um eben diese Realität, darum geht es ja tatsächlich, also die Realität, die sie geschaffen haben, weiter zu manifestieren, zu konsolidieren und da eben keine Risse reinzulassen. Aber ob das technisch möglich ist, tatsächlich schwierig in dieser heutigen Zeit. Und TikTok, sicherlich nochmal eine spezielle digitale Plattform, auch nicht ganz ungefährlich, sozusagen sehr anfällig aufgrund des Algorithmus, weil er für schnelle Verbreitung eben sorgt, dann eben auch deswegen von der Propaganda auch gerne genutzt tatsächlich. Finde ich aber persönlich, also jemand, der viel mit langen Texten auch arbeitet und versucht eben über diesen Weg, wie bei Decoder, da Medienkompetenz herzustellen, das ist in einer gewissen Form wichtig, aber ich glaube, wir kommen nicht darum, tatsächlich über Bildung, über langen Aufbau von Medienkompetenz so etwas eben aufzubauen tatsächlich. Das ist häufig so, ja, visuelle Eindrücke. Und da ist es ja nochmal schwierig, bei Bildern, Videos, diese zu verifizieren. Also gerade wenn sie in dieser Geschwindigkeit und Verbreitungsgeschwindigkeit und Streuung, wie jetzt im Krieg, Verbreitung finden, ist das ist für Journalisten wirklich eine Arbeit, die fast nicht zu gewinnen ist, sozusagen, oder ein Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Ja. Das bei dem Thema waren wir vorhin schon mal kurz. Faktencheck oder Open Source Intelligence, da gibt es tatsächlich Leute weltweit, sitzen die an ihren Rechnern aus Hobby oder aus Engagement heraus und gucken sich Satellitendaten an, Wetterdaten, schauen sich Videos und Fotos an. Irgendwelche Armee-Experten sitzen dabei und können genau bestimmen, das ist so ein Panzer, der wurde dann angeschafft und wurde von daher geliefert. Mein Problem dabei ist zum einen, du hast es angesprochen, ist das eine Riesenarbeit. Wir haben viel zu wenig Faktenchecker. Also eigentlich, also TikTok sagt, wir gucken da jetzt so ein bisschen, aber da müssen natürlich auch erstmal Leute angeheuert werden, die diese Arbeit machen. Vorausgesetzt, das Unternehmen will das wirklich. Zum anderen ist es aber so, ich muss ja wiederum auch dem Faktenchecker einen Vertrauensvorschuss geben. Da sitzen ja mitunter auch eben engagierte Dilettanten. Also wie orientiere ich mich in dieser Bilderflut? Und wie unterscheide ich das eine vom anderen? Ingo hat sich vorhin ein bisschen weggeduckt bei der Frage nach dem Faktencheck. Naja, zu Recht. Also, ich finde, diese Arbeit ist auch extrem wichtig, sehr schwierig, und wir wissen allgemein, Vertrauen aufbauen kann man nur, wenn man irgendwie Indikatoren dafür hat, zum Beispiel eine Marke, dass dahinter irgendwas steht, wo ich weiß, die recherchieren sorgfältig. Einfach nur, dass irgendjemand gesagt hat, das ist falsch, wird jetzt noch nicht dazu führen, dass man selbst als sehr gut mediengebildeter Mensch jetzt irgendwie sagt, ach so, dann ist das wohl falsch, sondern da muss eine ganze Menge passieren, um das zu machen. TikTok ist in der Tat, würde ich sagen, ein besonderer Fall. Die scheinen mir noch ein bisschen hinter dem zu sein, was bei den anderen an Transparenz von Regeln und Gleichförmigkeit der Regeldurchsetzung angeht. Für die Medienaufsicht? Soweit sie dafür zuständig sind. Ich meine, was jetzt auch diese ganze Diskussion uns noch mal gezeigt hat, ist, wie stark die Welt im Kommunikativen in der Regulierung in Europa zwischen traditionellem Rundfunk, da haben wir die Medienanstalten und klare Regeln, europäische Regeln und so weiter, und den anderen Staatsferne-Gebote
und so weiter und dem anderen Bereich der Kommunikation ist. Das setzt jetzt diese Ordnung auch stark unter Druck. Ich glaube, da wird man in Europa drüber nachdenken müssen, da eine etwas konsistentere Ordnung herstellen zu wollen. Über Telegram haben wir noch gar nicht geredet. Aber das ist Telegram. Aber da ist ja die Innenministerin schon froh, dass sie da überhaupt mal jemanden erreicht hat. Das ja, war ja schon eine Erfolgsmeldung. Wir haben natürlich hier unsere Sicht auf Telegram und die Schwierigkeiten, also dadurch, dass es eben von Rechtsextremen und vielen Verschwörungstheoretikern sehr frei genutzt werden kann. Aber in solchen Situationen wie Krieg oder repressiven Regimen spielt halt Telegram eine ganz besondere Rolle. Also wir haben eben Belarus angesprochen, ohne Telegram, diese diversen Informationskanäle und auch journalistischen Kanäle, die belarussischen Medien sind mit den Repressionen in die Telegram-Kanäle abgewandert, hätten wir wahrscheinlich überhaupt keine Informationen mehr, würden wir aus solchen Ländern bekommen. Deswegen auch das schwierig. Julia, jetzt wissen wir alle, wie wir ganz einfach unterstützen können, nämlich indem wir Geld spenden für humanitäre Hilfe. Wenn ich Berichterstattung aus der Ukraine unterstützen will, kann ich an Reporter ohne Grenzen spenden. Die haben dafür Programme und sind auch die Experten. Ich habe da heute nochmal nachgeschaut. Seit Kriegsbeginn wurden, soweit wir wissen, 4 Medienschaffende getötet in dem Krieg, 7 verletzt. Aber was, wenn ich freie Informationen in Russland unterstützen will, was mir mindestens ebenso wichtig ist? Wohin wende ich mich? Das sind ja jetzt alles ausländische Agenten. Ja, kompliziert. Also ich glaube, es sind nicht 4 Journalisten gestorben, sondern mehr, über 10. Vielleicht irre ich mich. Also das ist die Info von Reporter ohne Grenzen. Ich weiß aber natürlich nicht, wie aufwendig die verifizieren, bis eine Zahl bei Ihnen auf der Homepage ist. Ja, die ukrainische Seite redet von über 10, glaube ich, 12 waren das laut ukrainischen Quellen. Die russischen Medien unterstützen, ja, das ist kompliziert. Ein cleverer Schachzug von der ukrainischen Seite war, eine Hotline einzurichten für die russischen Mütter, die ihre Söhne suchen, die verschollen sind im Krieg. Und die Mütter rufen bei dieser Hotline an, sagen, wo ihr Sohn zuletzt zu sehen war, wo er in Verbindung gekommen ist. Und dann erzählen diese Mütter, dass sie dann gegen den Krieg sind, zum Beispiel. Und so eine Berichte werden verbreitet von der ukrainischen Seite auf YouTube, die Telefonaufnahmen. Auch russische Gefangene dürfen mit den russischen Müttern dann telefonieren und die Gefangenen sagen, wo sie in Gefangenschaft genommen wurden. Und dann diese emotionalen Gespräche, diese Enthumanisierung eigentlich von Soldaten, von russischen Soldaten, die geht ein bisschen ein Stückchen zurück. Man verleiht wieder das Gesicht diesem Kriege, weil ich finde, dass die Anzahl, die 16.000, 17.000 Soldaten, und Russland leugnet ja auch, dass so viele gestorben sind. Wir wissen nicht genau, wie viele gestorben sind, aber dieses menschliche Gesicht, ich glaube, darüber kann man noch das russische Volk jetzt das glaube ich dir ja, dass das wichtig ist. Aber die Frage ist, das ist ja eine Interaktion. Ingo hatte vorhin gesagt, das ist Beziehungsarbeit, das ist Interaktion zwischen der Ukraine und diesen einzelnen Individuen in Russland. Aber ich spiele da drin keine Rolle. Ich möchte einfach irgendwo mein Geld abgeben oder irgendetwas Sinnvolles beitragen und habe keine Ahnung, keinen Dunst, was ich machen könnte. Aber Ingo zuckt. Es gibt ja mittlerweile, du hast eben schon Reporter ohne Grenzen benannt, es gibt mittlerweile ein großes Projekt, was da aufgesetzt worden ist, nicht nur mit, also Reporter ohne Grenzen ist die Organisation, die das führen wird, sozusagen mal mit Korrektiv beispielsweise, da sind MICT, sind auch andere dabei, die eben für unabhängige russische Medien und Journalisten, für ukrainische Journalisten und Journalistinnen, Medien und eben auch für belarussische, weil die eben in der gleichen schwierigen Situation sind, einen großen Fonds aufgesetzt haben und da kann man auch spenden und das soll relativ zentral organisiert sein und das ist wichtig, unbürokratisch, damit man diesen Leuten helfen kann. Mhm. Weil die Frage ist natürlich, auch die belarussischen Medien haben gedacht, wir landen vielleicht 3 Monate im Ausland jetzt und dann geht es wieder zurück, aber dann wurden es 6 Monate, es wurde ein Jahr. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, der Krieg wird wahrscheinlich auch noch viel länger dauern. Und das Ganze, Russland ist nochmal die Frage, wie lange sich dieses Regime dann auch tatsächlich noch halten kann. Und man muss also mittelfristig, langfristig schauen, dass diese Leute weiter in ihrer Arbeit bleiben können, weil sonst wandern sie ab. Und das ist ein Problem, weil das sind genau die Leute wie
bei den russischen unabhängigen Medien ist Medusa, Insider, Mediasona, wie sie alle heißen, die haben eben auch die Verbindung noch, um überhaupt qualitativ hochwertige Informationen und eben nach journalistischen Standards aus Russland rauszubekommen. Medusa natürlich ein super Name. Wäre gut, wenn sich das bewahrheitet, einen Kopf abschlagen und etliche andere entstehen. Jetzt wart ihr fürchterlich still oder ich habe nicht aufgepasst. So, ich kriege da was gezeigt, aber ich muss noch mal gucken, weil da der Scheinwerfer direkt ist. Christian, ruf's einfach rein. Noch 15 Minuten, okay, puh. Ich habe noch ein bisschen was obendrauf bekommen. Ich sehe eine Publikumsfrage und noch eine und da kommt das Mikro angesaust. Gibt es Fragen aus online, Christian, noch, die wir berücksichtigen müssten? Bitte schön. Ich hätte drei Fragen, ich mache es kurz und knapp. Oh. Ich versuche wirklich auf den Punkt zu kommen. Wikipedia, finde ich ein wichtiges Thema. Ist immer noch ein Referenzmedium, ist viel Vertrauen drin. Man kann immer interessant, ich habe mir mal angeguckt, der Wikipedia-Artikel auf Wikipedia Deutschland. Ist noch kein Flame War, also wenn man so ein bisschen weiß, wie Wikipedia funktioniert, da wird bei kontroversen Themen relativ schnell und heftig hin und her editiert. Drei kurze Fragen, habe ich mir richtig gemerkt, oder? Ja, ich versuche es, habe ich gesagt. Sonst sind die 15 Minuten weg. Die Frage ist, wie sieht es Wikipedia aus Russland, wie sieht es Wikipedia aus, wenn da irgendjemand Ahnung hat, Ukraine. Also Deutschland sehe ich es gerade und wundere mich, dass so relativ wenig passiert Richtung Flame War, Richtung Editing War. Also dass da relativ 183 Autoren, letzte Änderung 3 Stunden her oder so, wundert mich ein bisschen. Zweite Sache ist Korrespondenten vor Ort. Ich komme auf die klassischen Medien. Also ich habe da in letzter Zeit sehr viel ferngesehen und habe da also immer zwischen den üblichen verdächtigen Nachrichtenkanälen hin und her geswitcht. Letztendlich läuft es meiner Meinung nach, ich habe es irgendwann aufgegeben, einfach darauf hinaus, irgendein Reporter steht vor einer Kulisse in Kiew, Media Necessity, wo auch immer, Splitterweste, Stahlhelm, damit es gut aussieht, und kann letztendlich nichts Konkretes sagen. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, wir kommen ja aus dem Hotel nicht raus, bla bla bla. Das macht keinen Sinn, Korrespondenten vor Ort zu haben, wenn sie nicht entsprechend die Informationen haben oder recherchieren. Macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und das Letzte, das ist eine Frage, dann bin ich wirklich fertig. Google Maps, was ist denn genau eingeschränkt worden? Also wahrscheinlich die Mesh-Up-Funktion, weil da müsste man jemanden im Detail dann erklären. Also ich habe das auch nicht so ganz mitverstanden. Okay, also fangen wir an mit der Wikipedia. Gibt es hier Menschen, die das Gefühl haben, antworten zu können? Nein, hatte ich ja eben schon gesagt. Zweimal No. Julia, bleibt an dir hängen. Die Frage war ja, wie... hier war gerade Luftalarm angegangen, deswegen habe ich nicht gehört. Wikipedia war, wie das anders, wie die auf unterschiedliche Weisen geschrieben wird. In der Ukraine, in Russland und in Deutschland, ja? Nein. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz jemand mir helfen? Einfach die Frage wäre hilfreich, weil ich habe tatsächlich so viele Fachausdrücke drin, die ich will jetzt nicht wieder groß erklären, wie Wikipedia funktioniert. Wikipedia kann sich jeder anmelden, jeder kann editieren. Ja. Wenn es kontroverse Themen geht, dann führt das in der Regel dazu, dass sehr schnell hin und her editiert wird. Ja. Die anderen Versionen sind dann immer noch da, aber jeder kann prinzipiell mit einem Account... Und kann die Editionsgeschichte nachvollziehen. Kontroverse Themen, da sind teilweise, irgendwann wird die Administration von Wikipedia, das sperrt den Artikel und dann heißt es, jetzt wird gar nicht mehr editiert für eine bestimmte Zeit, wenn es nicht anders geht. Das sehe ich momentan bei der deutschen Wikipedia, Angriffskrieg auf die Ukraine überhaupt nicht. 183 Autoren, letzter Eintrag 3 Stunden her, wundert mich etwas. Interessieren würde es mich, wie sieht denn das in Russland aus und wie sieht es in der Ukraine aus? Wisst ihr da die Versionsgeschichte, wenn denn da die Wikipedia überhaupt verfügbar ist? Sorry, das stößt hier ins Leere. Vielleicht kann ich kurz ergänzen, weil es gab dazu einen Kommentar. Ich suche die Stimme oder den Kopf zur Stimme, bitteschön. Hallo. Es gab dazu einen Kommentar online. Ah, super. Der Hinweis war, dass Wikipedia in Russland zwar verfügbar ist gerade, allerdings sind einige kritische Artikel dauerhaft gesperrt. Also für weitere Bearbeitung aktuell. Also keine Versionsgeschichte dann unter solchen Einträgen. Zu der zweiten Frage nach den Corris kann ich nur sagen, ich weiß nicht, welche Kanäle du verfolgst. Ich sehe zum Beispiel Katrin Eigendorf im Zweiten, die steht nicht mit irgendwelchen Splitterwesten rum, sondern steht tatsächlich in den Städten, die sie besucht, hat mit Menschen gesprochen, berichtet mir Dinge, die ich nicht wusste. Aber ihr habt sicherlich noch einen viel breiteren Blick auf die Szene. Vielleicht kann jemand von euch antworten, Wolfgang oder Ingo oder beide, as you like. Ja, also die Szenen, die du, also ich darf du sagen vielleicht,
Genau, das sind halt diese typischen, kommt vor allem in den Tagesthemen, Heute-Journal, also wenn nochmal so ein Roundup einfach gegeben wird. Aber diese Leute sind, also die Journalisten haben natürlich eine wichtige Funktion, weil sie vor Ort am Tag natürlich Informationen sammeln und eben auch Berichte machen, die kann man sich auch angucken. Also ich habe ja eben dafür plädiert, dass eigentlich noch mehr Korrespondenten jetzt nicht unbedingt, also Krieg ist natürlich eine schwierige Situation, dazu muss man auch ausgebildet sein, also kann nicht jeder Journalist tatsächlich hinfahren, aber grundsätzlich plädiere ich dafür, dass wir noch mehr Journalisten brauchen. Wir haben bis jetzt, gerade für Osteuropa, leben wir immer noch mit dem alten sozusagen sowjetischen System im deutschsprachigen Raum, das heißt in Moskau saßen die Korrespondenten und die müssen einen riesigen Raum im postsowjetischen Bereich also bis nach Zentralasien und da kann man natürlich, das ist sehr, sehr schwierig, da differenzierte und stringente vor allem, das ist was uns überhaupt fehlt, weil wir fahren ja häufig, diese Leute fahren dann, wenn in Belarus was passiert ist, Repression, fahren sie hin, machen Berichte, fahren wieder zurück, aber die Stringenz fehlt uns in der Auslandberichterstattung, glaube ich, generell. Das sieht in englischsprachigen Ländern ein bisschen besser aus, ja, weil da es eine andere Tradition für Auslandsberichterstattung gibt. Ja, du sagst Osteuropa völlig unterbelichtet, aber es gibt auch viele andere. Der afrikanische Kontinent, das ist kein halbes Dutzend Menschen, das ist da berichtet richtig, für die ARD jetzt. Ganz richtig, natürlich. Nur ist Europa, wir sind halt Europa, da sollten nochmal andere Maßstäbe gelten, das ist richtig. Aber wir haben natürlich, Neuseeland gibt es auch keine Korrespondenten, sicherlich auch mal berichtenswert. Südamerika wird immer weniger berichtet, passieren auch interessante Dinge. Aber wir reden ja jetzt gerade hier über unsere nächste Umgebung. Wolfgang, von dir noch eine Eingabe dazu? Ja, eine Kleinigkeit vielleicht. Also ich kann das nachvollziehen, das ist aber bei visuellen Darstellungen in Nachrichtenformaten tendenziell ein bisschen schablonenhaft, würde ich sagen. Aber was ich durchaus beeindruckend finde bei einigen großen Medien ist, wie viel da an Hintergrund, Datenauswertung und sowas passiert, um zu versuchen, halbwegs den Leserinnen und Lesern einen Eindruck davon zu vermitteln, was da passiert. Und ich finde auch die Art, wie die Unsicherheit kommuniziert wird, wird zunehmend professioneller. Also zu sagen, das konnte so überprüft werden, das konnten wir jetzt nicht überprüfen und so weiter. Also es müsste viel mehr Journalisten da geben, man muss viel mehr näher dran sein, das ist definitiv wahr. Aber ich finde schon, dass da die Medien auch durchaus, also mir eine ganze Menge helfen, um da mehr zu verstehen, als man jetzt einfach so durch punktuelles Nachlesen erreichen könnte. Jetzt noch die Frage. Nur ganz kurz dazu, dass ja auch die ukrainische Armee Einheiten hat, die Medienschaffende begleiten in die Kriegsgebiete und dann sind sie ein Stück weit geschützt, wenn das überhaupt geht. Ich weiß nicht, ob deutsche Journalisten dazu zählen. Und in den Orten wie Mariupol, wo wirklich kein Journalist mehr vor Ort ist, da helfen solche Technologien wie Drohnen, die dann über Mariupol fliegen und zeigen, wie die Stadt zerstört wurde. Also im Zweifelsfall muss man auch darauf zugreifen. Und dann gab es noch die Frage nach Google Maps, was da exakt technisch vollzogen wurde. Ich weiß nicht, ob wir hier vorne eine Antwort bekommen. Falls nicht, wäre die Frage an dich, Till, ob uns jemand zuhört, die oder der das vielleicht schon beantwortet hat. Oder Natalia, hast du da irgendwie Einblick? Till, gibt es dazu was? Sorry, da ziehen wir blank und müssen es stehen lassen. Es gab von dir, glaube ich, noch eine Frage, oder? Ja, eine Frage. Einen kurzen Kommentar eigentlich, also nochmal zu dem Thema, wie man ukrainische und russische Journalistinnen und Journalisten unterstützen kann. Und tatsächlich ist es wichtig, auch den russischen Journalismus entsprechend zu sehen und zu bemerken. Ich glaube aber, es ist eine sehr schwierige Aufgabe, die tatsächlich irgendwie von hier aus wirklich in ihrer Aufgabe zu unterstützen. Weil das Beste ist, wenn sich das Regime ändern würde, dann könnten sie normal arbeiten, dann könnten sie berichten und dann wäre es super. Das andere ist also die Medien, die noch geblieben sind, wie jetzt Mediasona oder Medusa, die sind jetzt quasi, die versuchen ein bisschen von außerhalb zu arbeiten und die kann man natürlich etwas finanziell beisteuern und in unterschiedlichen Kanälen. Ich denke aber, was jetzt noch geschehen müsste, um das jetzt auch nicht so im Raum zu stehen, ist, dass sich diese russischen Medien ein bisschen in sich transformieren, weil das ist keine Frage von heute auf morgen.
problematisch ist, dass die auch in ihrem eigenen intellektuellen Umfeld kommuniziert haben. Also die sind auch sehr weit, sagen wir mal, von den Normalbürgern entfernt. Und ich würde jetzt auch behaupten, dass sie halt, wenn um diesen Zugangspunkt aufzubauen, die können das deutlich besser als jetzt die Korrespondentin oder der Korrespondent, der in Berlin sitzt, aber die haben es auch schwierig, weil die haben einfach über Jahrzehnte lang sich in so einem Elfenbeinturm gedreht und deswegen wurden sie auch weitestgehend von vielen Russinnen und Russen nicht wahrgenommen. Stimmt dir dazu? Ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Einblick. Ich hätte gedacht, dass Dosht oder die Novaya Gazeta, dass die schon einen Radius hat, das über die fünf Leute, die glauben, was ich glaube, hinausgeht. Also Dosht auf jeden Fall hat eine wahnsinnig große Rolle gespielt in ganz Russland. Also nicht nur eben für diesen Kreis der vermeintlich liberalen Russen sozusagen und gut ausgebildeten, also im Mittelstand. Dosht hat eine viel größere Rolle nochmal gespielt. Novaya Gazeta ist nochmal ein anderes Ding. Übrigens, Novaya Gazeta ist heute, hat ja das, die Arbeit jetzt einstellen müssen auch. Und ist übrigens Medusa, die, das ist, kommt vielleicht noch, dass Medusa ihnen quasi sozusagen Unterschlupf gewährleistet. Also ich weiß, was du meinst. Das ist aber, glaube ich, alles ein bisschen komplexer. Also ich bin sehr für niederschwelligen Journalismus, gerade in diesen, da kommen wir nochmal zu Provinzmedien, die übrigens in Russland, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber auch in Russland gab es immer sehr viele gute hochqualitative Provinzmedien, die natürlich jetzt auch unter Beschuss stehen tatsächlich. Ja. Wir haben jetzt über diese nationalen Medien und da gibt es natürlich viele Analysen, das ist sehr komplex. Aber es gibt eben auch viele, gerade bei Novaya Gazeta, sehr viele Reportagen, jetzt gerade aus dem Kriegsgebiet auch, das ist jetzt nicht mehr möglich, die einen Einblick einfach von, auch aus der Kriegssituation tatsächlich geben. Ja. Gibt es weitere Fragen von euch? Entschuldige kurz, ich frage kurz Julia, ob es noch weitere Fragen gibt, damit wir den Überblick bewahren. Ach so, aus online eine. Till, bitte. Also übrigens die Deutsche Welle, wollte ich nochmal gerade, der russischsprachige Dienst der Deutschen Welle, auch der hatte immer noch hatte einen großen Radius in Russland tatsächlich und ist geblockt worden. Im Wechselzug von Reporter ohne Grenzen anscheinend auch wieder entblockt worden. Also die scheinen wieder empfangbar zu sein. Also wird von vielen Menschen gelesen. Man kann auch ukrainische Medien unterstützen. Wenn man russische Medien oder russischsprachige Berichterstattung unterstützen will, darf man nicht vergessen, dass auch in der Ukraine russischsprachige Medien noch existieren und die werden von Russen geguckt. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade jetzt die ukrainischen Medien zu unterstützen. Das könnt ihr tun über Reporter ohne Grenzen. Und N-Ost bietet da, glaube ich, zumindest in Bälde auch bald was an. Es gibt noch die mögliche Kiew Independent beispielsweise, ist englischsprachig und kann man gut tatsächlich über PayPal, über Patreon tatsächlich unterstützen mit einem monatlichen Betrag. Und jetzt Spot auf Till. Genau, es gab noch eine Frage online von Jörn Eichhorn. Und die lautet, führt die viel umfassendere Form der Kriegsführung, zum Beispiel das in Klammern selbstzensierende Verhalten von Menschen im Alltag und in den sozialen Medien, das Geotagging gegnerischer Streitkräfte etc. nicht zu einer Verwischung des kämpfenden Status im Sinne der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konventionen? Okay, das ist natürlich eine trickreiche Frage, wenn jetzt jeder sozusagen agiert als Decoder von Informationen, die da sind, wird er dann insofern Teil der Battle Group. Habt ihr da einen Blick, wie das zu bewerten wäre? Nicht wirklich. Ich weiß, dass es dazu eigene völkerrechtliche Argumente und Dokumente gibt, ab wann sozusagen im Cyberraum bestimmte Aktivitäten wie völkerrechtlich zu bewerten sind. Dazu gibt es dicke Werke. Was das jetzt für diese konkreten einzelnen Fälle bedeutet, die hier aufgezeigt wurden, kann ich jetzt so nicht sagen und vermute, dass das alleine ein kleines Forschungsprojekt wäre, das rauszubekommen. Aber ich finde es ein wichtiges Thema, dass man sich damit weiter auseinandersetzt. Gibt es weitere Fragen von euch? Ich möchte keine unter den Tisch fallen lassen, aber Christian sagt doch, lass sie unter den Tisch fallen. Wir machen den Sack zu. Habt vielen Dank für eure Fragen, auch wenn manche leider unbeantwortet geblieben sind. Ich glaube, das führt uns zurück zum Anfang, wo wir sagten, wir müssen alle viel mehr wissen. Ich habe aber doch, Christian, du ahnst es schon, noch eine letzte Frage und bitte euch drei darauf, einfach nur fragmentarisch zu antworten. Also wir haben geredet über Fake News, Verifizierung.
dieser Bereich ist riesig. Wir haben gesehen, was wir alles nicht wissen, aber ihr kennt aus eurem jeweiligen Dunstkreis mit Sicherheit Accounts, Berichte, Artikel, Videos, Bücher, Faktenchecks, Analysen. Eigenwerbung hatten wir schon für Decoder, also jetzt was anderes, im Zusammenhang mit unserem Thema. Und was gucken wir uns jetzt auf dem Nachhauseweg an, eurer Ansicht nach? Also lasst eine Cook-Empfehlung, einen Lesetipp da. Ich würde empfehlen, es gibt die Webseite, heißt Ukraine World, und der Chefredakteur von dieser Webseite, Volodymyr Yermolenko, ist ein bekannter ukrainischer Intellektueller, der tatsächlich in Kiew geblieben ist und auch dort ist. Er macht täglich Podcasts auf Englisch und die sind leicht verdaulich, und es geht dabei nicht nur um die aktuelle Entwicklung, sondern auch um die Hintergründe, so ein bisschen Identität und Kultur der Ukraine, aber auch um Desinformation. Die haben eine ganze Reihe zu Desinformation auf Englisch gebracht, meiner Meinung nach ganz empfehlenswert. Ukraine World, habe ich richtig verstanden? Ukraine World, ja. Danke dir. Ingo.org. Ich habe gerade überlegt, aber ich bin ja kein Militärexperte, also ich muss mir auch muss mich da auch erstmal reindenken in diese ganze, was gibt es überhaupt jeden Morgen, was ist in der Nacht passiert, was ist jetzt am... Jetzt kommt Strategien und Streit. Ja, aber ich bin auch kein Gelernter, also vom Journalismus her, ich beschäftige mich eigentlich eher mit Kultur und Geschichte im Journalismus, und aber auch das musste ich jetzt lernen, wenn mir jemand gesagt hätte vor 6 Monaten, ich würde jeden Morgen um 6, 7 Uhr erstmal mal militärstrategische Analysen lesen, den hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber ich tue es, weil ich einfach wissen muss, was passiert ist, um das einordnen zu können. Und es gibt einen, der war lange auf Facebook, mittlerweile ist er jetzt auf Medium, weil er auf Facebook gesperrt worden ist, Tom Cooper nennt er sich, ist ein Militärstratege, Experte, der wirklich sehr, sehr gut erklärt jedes Mal, welche Bataillone unterwegs sind, welche, was in der Nacht passiert ist am Tag zuvor und so weiter. Also wer sich in dieser Hinsicht informieren will, was auch sicherlich seinen Geschmäckle hat sozusagen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, das ist wirklich ein sehr gutes Informationsportal. Mhm. Also ich hänge mich da gleich rein, vielleicht hört ihr es ohnehin schon, aber der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien oder andersrum, ich sage es immer verkehrt rum, die waren relativ fix, wie auch mit dem Coronavirus am Markt, mit sozusagen der populären Analyse, mit der verständlichen und knappen Analyse dessen, was da strategisch passiert. Und jetzt hast du das letzte Wort. Ja, ich würde einfach nochmal empfehlen, auf die Seite von Reporter ohne Grenzen zu gehen, eine Spende dazulassen. Okay, das kann wirklich das jeder machen. Vielen Dank euch für eure Expertise, für eure Zeit heute Abend. Danke dir auch insbesondere, Julia, und gute Reise zurück hoffentlich. Danke euch allen. Danke euch fürs Mitdenken, für die Fragen, auch wenn leider manche offen bleiben musste. Danke fürs Zuschauen, und jetzt habt ihr euch schon fast wieder daran gewöhnt, dass wir tatsächlich hier beisammensitzen können am 27. April. Dann wieder, wird mit Sicherheit auch spannend, klang hier schon manchmal so ein bisschen an, wir sprechen dann über digitale Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube, da gibt es auch eine Menge aktuellen Content. Besten Dank, schönen Abend euch. Okay.